Hallo, Judah hier vom Pflegekanal. Willkommen zu einem neuen Video. Das heutige Thema ist die Insulingabe mit einem Pen und zwar praxisbezogen. Nun, was benötigen wir an Materialien? Als allererstes ein Hautdesinfektionsmittel, Händedesinfektionsmittel und sterile Einmalhandschuhe, ein Insulinpen, dazu eine passende Nadel, einen Nadelclipser, einen Insulinpenhalter, einen Abwurfbehälter und ein Tablett, um alles zu tragen. Wenn wir ein Tablett verwenden und die Utensilien nur auf diesem Tablett stehen, ist eine Arbeitsflächendesinfektion nicht notwendig. Wenn das nicht der Fall ist, dann mit einem Desinfektionstuch die Arbeitsfläche desinfizieren. Zu Beginn eine fachgerechte Händedesinfektion durchführen. Danach die Einweghandschuhe anziehen, den Betroffenen über die kommenden Schritte informieren und ihn bitten, die Einstichstelle freizumachen. Die Einstichstelle mit dem Hautdesinfektionsmittel besprühen. Bitte immer die Einwirkzeit beachten. Das Insulinpen wird immer vor dem Spritzen vorbereitet. Langsam die Nadel aufdrehen. Die Schutzkappe kommt in den normalen Abfall, um mehr Platz im Nadelabwurfbehälter zu haben. Bevor man das Pen aufdreht, sollte man immer noch einmal in die Verordnung schauen oder in das Insulinschema, um Fehler zu vermeiden. Dann wird die richtige Menge eingestellt und zuletzt wird die Schutzkappe entfernt. Die Einstichstelle sollte trocken sein, das heißt, die Einwirkzeit wurde eingehalten. Mit zwei Fingern wird eine Fettfalte gebildet, um eine feste Einstichstelle zu bilden. Den Betroffenen informieren und einstechen. Das Insulin wird langsam injiziert. Wenn die Dosis komplett injiziert ist, zählt man bis 10, ehe man die Nadel rauszieht, um das Auslaufen von Insulin zu vermeiden. Mit dem Nadelclipser kann man die Nadel entfernen. Wenn keiner vorhanden ist, dreht man die Nadel mit Hilfe des Abwurfbehälters ab. Auf keinen Fall wird die Nadel per Hand abgedreht. Das Insulinpen wird verschlossen, die Handschuhe entfernt und eine Händedesinfektion durchgeführt. Zum Schluss wird alles dokumentiert. Das war alles, was wir zum Thema Insulingabe mit Insulinpen vorbereitet haben. Wenn euch das Video gefallen hat, schenkt uns ein Like, teilt es weiter auf Facebook, Instagram oder wo auch immer ihr seid, damit auch andere, die in der Pflege tätig sind, davon Nutzen haben. Schreibt uns, was ihr von unseren Videos hält und was ihr erwartet. Und abonniert unseren Kanal, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und wünsche eine gute Zeit bis zum nächsten Video auf dem Pflegekanal.